So, da hat mir die beschissene Einrastfunktion hat mir eben wieder professionell in den Arsch getreten. Ich habe die jetzt auch deaktiviert, weil mir das alles ziemlich auf den Wecker geht. Ja, und dann fahren wir mal das nächste Rennen, ne? Mit der gleichen Wichskarre, die wir eben schon gehabt haben. Den Turm, den würde ich jetzt auch nochmal gerne sprengen. Das würde mir tierischen Spaß bereiten. Oh, da hatte ich fast meine Karre selber auseinandergenommen. Und ich muss sagen, eben war das wesentlich besser, was ich hingelegt habe. Diesmal bin ich jetzt wieder... eben war ich so drin irgendwie. Also eben war irgendwie gut, aber jetzt ist wieder scheiße. Eigentlich hätte ich dem Ding schon längst was verpassen mal tuckern müssen. Bin also wieder mal voll nicht in der Zeit. So, da gibt es wieder eine nette Überraschung für meinen Kollegen von der Luftfahrt. Vielleicht verbessere ich jetzt doch noch meine Zeit, ich habe keine Ahnung. Ah! Ah, ich bin so dämlich. Ja toll, jetzt habe ich überhaupt keine Punkte mehr, ich werde wahrscheinlich Fünfter, habe ich so das Gefühl. Fünfter hört sich irgendwie realistisch an. Irgendwie hat mein Wagen jetzt plötzlich wieder eine Bremse drin, habe ich das Gefühl. Da überhaupt nichts mehr funktioniert mit dem Scheiß-Drecksding. Ja, Fünfter hört sich realistisch an. So, ja. Schön. Doch nichts mit dem Fünfter, wird der Sechster. Oder Siebter. Weil ich ja hier nicht genug Power habe hier für meinen Onkel da oben. Ja gut. Müssen wir das gleich irgendwie wieder aufbessern. Ach, scheiß drauf. Jetzt ist auch noch der Wagen kaputt. Das ist super. Es läuft quasi alles nach Plan. Die Karre werde ich auch nicht mehr fahren. Ein Sprint, ein irgendwas, wenn so. Ja. Die Karre, die ist auch total beim ersten Ding im Arsch und die nehme ich. Und durch diese geile Beschleunigung wird die sicherlich bei den Drifts voll überdrehen, die alte X-Karre. Ja. Das wird Spaß machen. Dadurch kriegt man ordentlich was zu driften, finde ich. So, jetzt haben wir jetzt nämlich ein Gewinning vor uns. Irgendwie diese angebliche Beschleunigung haben jetzt alle anderen Karren auch. Ich finde das sehr interessant. Ja, der driftet sehr schön. Dadurch kriege ich schön viele Punkte immer. Bin sogar Zweiter. Ich korrigiere Erster. Ha!
Ja, da wäre ich fast die Klippe runtergeömmelt. Das wäre nicht so toll gewesen. Aber ich habe das ja noch so gerade hingekriegt. Oh! Sind wir hier denn schon mal hergefahren? Da weiß ich jetzt gar nicht. Ah, durch die fahren wir lieber nicht durch. Nachher kommt mir da so ein Emmelkopf von hinten und meint mir da die Tankstelle erstmal um die... Er hat mir was anderes um die Birne geschlagen. Eher gesagt, um die Binde. So. Nee, hinter die Binde hat er mir was geschlagen, so. So, da müssen wir jetzt mal hier gucken, was bei ihm denn gut ist. Na, hat das denn geklappt? Ja, das hat super geklappt. So, dann haben wir jetzt auch wieder den nicht ersten Platz. Nein, 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 du tust mir nichts an hier, du Scheißdreck. Ja, super läuft das ja hier. Ich hau mir das Ding erstmal selber um den Kolben, ey. Ja, da wollte ich herfahren, du scheiß Kackwurst. Hä? Wieso? Das verstehe, wer will. Das ist mal ganz im Ernst. Aber die Karre gefällt mir schon viel besser, weil die ist viel weniger, also die kann man sozusagen überhaupt nicht mehr kontrollieren. Das ist super. Ja, moin, moin, ne? Ja, was haben wir? Hammer, was haben wir? Hammer? Haben wir. Ja, haben wir. Haben wir mitgenommen. Ist gut. Ja, und schon ist man Sechster bei dem Spiel. So schnell kann es gehen, aber man hat sehr gute Chancen, wieder nach vorne zu kommen. Besonders, wenn gleich Ziel ist. Und warum das jetzt ein Super-Mega-Power-Ding war, weiß ich nicht. Aber wenn alle im Arsch sind, dann so super. Sind sie nicht, weil da nämlich noch zwei Assi-Hachos nämlich irgendwo vorne am Rumcruisen sind. Die mir mein Leben schwer machen und mir den ersten Platz verderben. So, jetzt fahren wir mal da durch. Jetzt haben es nämlich ein wenig eilig. So, ich hoffe, die kann man noch irgendwie erwischen. Ah, ich glaube, das war ein Treffer. Ja. So, und den anderen, da ist gleich Ziel, oder? Ja, wie ich den noch erwischen kann, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Außer wie die hinter mir mich noch nerven können. Weil da ist ja jetzt schon ein Ziel. Nicht, doch noch nicht. Ah, da hätte ich ihm noch irgendwie was geben können anscheinend. Scheiß drauf. Zweiter ist auch okay nach diesen verheerenden Niederlagen von den letzten Malen. Immerhin, dann haben wir jetzt ein paar Punkte eingeholt und können jetzt mal gucken, was jetzt so passiert. Wow, 40 Kredit. Okay, einen komischen Cobretti 530 GTS kriege ich gleich nach dem nächsten Rennen. Mal gucken, ob die Karre mir besser gefällt. Warum muss ich den jetzt fahren? Pursuit. Gab's da nicht irgendein Need for Speed Teil, der so hieß? Keine Ahnung. Versuchen wir erstmal den Wagen zu starten. Versuchen wir loszufahren, ja. Ach, das war hier so, wo die Strecke so sagt, gute Nacht und so, ne? Ja, ja. So, mit dem Ding kommt er nämlich gleich. Jo, mach mal ordentlich hier alles frei. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hierher fahren kann. Ja, nee, ist schon okay. Macht Spaß.